Meine lieben Deutschlernende, ich begrüße Sie wieder auf meinem YouTube-Kanal DAF mit Spaß und Verstand. Zu Beginn wünschen wir Ihnen frohes, gesundes Jahr 2023 und ich hoffe, dass Sie mir auch in diesem Jahr treu bleiben und Ihre Freunde auch mitbringen, damit Sie auch diese interessanten Videos mitschauen und davon auch viel lernen. Das neue Jahr hat gerade angefangen und ich habe mir überlegt, man muss etwas Neues in meinem Kanal machen. Und deswegen biete ich jetzt eine neue Rubrik, die noch keinen festen Namen hat. Und vorläufig nenne ich sie Das Leben in Deutschland oder Wie komme ich nach Deutschland? In dieser Rubrik, in diesem Bereich möchte ich ein paar Gespräche führen mit den Menschen, die auf verschiedenen Wegen nach Deutschland gekommen sind. Vielleicht studieren sie hier oder arbeiten. Oder geben selbst irgendwelche Tipps für Ausländer, egal ob Studenten, Schüler, Au-pair-Mädchen oder Mitarbeiter, Erwerbstätigen, Beschäftigte. Und mein erstes Interview möchte ich mit meinem ehemaligen Studenten durchführen. Der hat an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe bei mir Deutsch gelernt und ansonsten hat er Erziehungswissenschaften studiert. Und hier an der Hochschule ein paar Kurse belegt und 2 Semester Zeit verbracht. Darüber erzählt er selbst. Ich möchte anhand seiner Erzählung den anderen Menschen zeigen, wie sie zum Studium nach Deutschland kommen. Was muss man dafür machen? Welche Programme es existieren? Mit wie viel Geld muss man rechnen? Und ja, und was es überhaupt bringt, hier zu studieren. Also, ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuschauen und Zuhören. Hallo Wumok. Hallo. Wumok, du bist jetzt in Deutschland und du studierst an einer Hochschule in Tübingen. Ja? Ja, aber wir haben uns kennengelernt noch an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe, wo ich Deutsch für ausländische Studenten und Doktoranden unterrichte. Und du warst mein sehr auffälliger, sehr interessanter Student mit viel Lust und Spaß an Deutsch und Deutschland. Also erzähl bitte, wie du zuerst nach Deutschland gekommen bist, also damals an die Pädagogische Hochschule, und dann sprechen wir mit dir darüber, wie du jetzt richtig studierst in Deutschland. Also, wie kamst du zum ersten Mal nach Deutschland? Also, ich bin ein großer Fan von Hermann Hesse und damals wollte ich auf Deutsch die Romane von Hermann Hesse lesen und ich habe Deutsch sehr viel gelernt und ich dachte, oh, wenn ich so Deutsch lerne, dann kann ich auch in Deutschland studieren. Aber ich wollte nicht als Vollzeitstudent in Deutschland studieren, sondern als Austauschsemester das machen. Daher bin ich nach Deutschland gekehrt und dann habe ich Auslandsjahr im Jahr 2019 verbracht. Und gerade mache ich mein Masterstudium an der Uni Tübingen und studiere Schulforschung und Entwicklung. Forschung und Entwicklung. Also erstens, also du warst und bist ein Hermann Hesse-Fan. Das heißt, du wolltest die Werke von diesem bekannten deutschen Schriftsteller im Original lesen. Genau. Wumok hat uns auch eine Präsentation gemacht über die Hermann Hesse natürlich. Er hat auch das Haus besucht und Museum und vieles anderes. Aber nochmal die Frage. Wie kamst du damals nach Deutschland? Im Rahmen eines Programms oder wie war es? Meine Universität in Südkorea hatte eine Verbindung, also sozusagen Kooperation mit der Hochschule Karlsruhe. Daher konnte ich die Zulassung von der Hochschule Karlsruhe bekommen und dann durfte ich dort studieren. Das bedeutet, um an diesem Programm teilzunehmen, muss man erstens an einer
Hochschule im eigenen Land immatrikuliert sein, heißt es, ja. Das heißt, studieren an einer Hochschule. Und diese Hochschule muss ein Kooperationspartner mit einer deutschen Hochschule sein. Ja, Ja? genau. Genau. In deinem Fall war es Pädagogische Hochschule in Karlsruhe und deine Uni in Südkorea. Nordkorea. Genau. Und du hast dich beworben für dieses Programm. Ja? Was muss man machen? Welche Dokumente vielleicht muss man sammeln? Wir sollten auch verschiedene Dokumente vorbereiten, um in Deutschland zu studieren. Damals brauchte ich gute Note in Transkript an meiner Universität. Und dann brauchte ich auch A2-Niveau Deutsch. Und zum Glück hatte ich A2. Und ja, es gab auch Auswahlgespräch von Professoren. Habe Okay, ich. ein paar Details. Also A2-Niveau, das heißt, du solltest eine Prüfung in Deutsch ablegen oder reicht es schon, dass du irgendwelche Kurse in Deutsch besucht hast an deiner Uni und bis zum Niveau A2? Oder solltest du am Goethe-Institut vielleicht deine Prüfung ablegen oder beim TELG? Ich hatte Goethe A2, aber eine andere Studentin, also hatte kein Zertifikat von Deutsch, sondern nur TOEFL von Englisch. TOEFL, okay, von Englisch. Ja, genau, weil der Hochschule durfte man auch nur auf Englisch die Kurse belegen. Das bedeutet, auch wenn du nur Englisch sprechen konntest, dann reicht es auch. Also ohne Genau. Deutsch. Ja, genau, weil wir haben auch Kurse von 0, ja, bis C1, bei 2 C1 sozusagen für Fortgeschrittene. Und das heißt, Studenten auch ohne Deutschkenntnisse können kommen im Rahmen dieses Programms. Genau. Aha. Okay, muss man in einem bestimmten Semester sein oder ich glaube, im ersten Semester darf man dieses Programm noch nicht machen. Also ich denke, das ist anders je nach der Hochschule weltweit, aber an meiner Universität soll mein Student im erst dritten Semester sein. Im dritten Semester. Das heißt, nach einem Jahr kann man schon sich bewerben. Wie lange hat es gedauert, diese Auswahlverfahren? Damals dauert es nur 3 oder 4 Monate, aber ich denke, es ist sehr eine ungewöhnliche Situation, weil unsere Hochschule hatte Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, aber diese Kooperation war nur vorhanden davor. Also sozusagen. Für 20 oder für mehr als 10 Jahre gab es keine Kooperation oder keine Verbindung miteinander. Daher war ich erstes Student an meiner Universität Deutschland. Okay, das heißt, du warst wirklich einer der Pionier, ja, Genau. einer der ersten aus deiner Uni, die im Rahmen dieses Programms nach Deutschland gekommen sind. Aber es gab Genau. damals auch noch ein paar koreanische Studenten, Ja, die. genau. Also, ich habe die Verbindungen von meiner Universität mit der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe gemacht. Also ich habe Kontakte mit Beauftragten von der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe und Hochschule der Erziehungswissenschaft in Südkorea gemacht. Und dann konnten wir die Gelegenheit für 2 Plätze bekommen. Das heißt, du warst ganz aktiv bei der Recherche und Kontaktherstellung. Genau. Hattest du auch damals ein Stipendium bekommen zum Studium hier in Deutschland? Damals habe ich kein Stipendium bekommen, aber wenn ich meine Studiengebühr in Südkorea bezahle, dann brauchte ich nichts bezahlen, weil in Baden-Württemberg als Ausländer soll man auch Studiengebühr bezahlen. Daher denke,
Davon her habe ich Stipendium bekommen. Also das bedeutet nochmal, du bist nach Deutschland gekommen im Rahmen des Erasmus-Programms, Genau. aber du musstest alles selbst bezahlen. Das Studium in Deutschland, das Leben in Deutschland, Versicherung und alles, alles, Genau. alles. Ich musste alles bezahlen, aber ich denke, es gab auch ein paar Studentinnen, die schon Stipendium von Baden-Württemberg bekommen haben, also wie Empress, also viele amerikanische Studentinnen an der Hochschule an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe haben schon Stipendien bekommen. Ja, so weiß ich auch, dass alle bekommen, dass alle dieses Stipendium, Erasmus-Stipendium, so heißt es auch, bekommen oder im Rahmen des DAADs bekommen sie ein Stipendium für das Studium in Deutschland für ein Semester oder maximal für 2 Semester. Ja, ein Jahr. Na, Nicht vielleicht alle. nicht alle. Okay, vielleicht lag es daran, dass in deinem Fall gerade der Anfang war und es wurde noch nicht alles geregelt irgendwie. Naja, also wenn man reiche Eltern hat, dann ist das Leben hart. Aber ehrlich gesagt, war es nicht so teuer in Deutschland zu leben, also nicht so teurer als in Südkorea. Also ich hab in Südkorea davor Geld gesammelt und dann habe ich das genutzt. Aha, das heißt, nicht die Eltern haben finanziert, du selbst konntest Ja. dir finanzieren. Und wie viel kostete dann ein Semester? Kannst du dich noch erinnern? Also ich denke, wir brauchen mindestens 800 € pro Monat, da dann, also 6 Monate sind ein Semester, dann ich denke, 2.400 so ungefähr. ja, Ja. Und das ist nur für das Studium. also für Studium, also für alle Leben, Ah, also für alles, auch das für Leben. Reise, für Lebensmittel, also für WG, Versicherung, alles. Alles insgesamt 800 Euro reichte dir pro Monat, um in Deutschland zu leben. Durftest du überhaupt noch arbeiten in Deutschland so ab und zu mal? Hattest du das in deinem Studentenvisum? Du hast ganz bestimmt ein Studentenvisum gehabt damals, ja? Und Ja. ich glaube, Studenten dürfen 90 Tage pro Jahr arbeiten. Stimmt, ja? Hast du auch gearbeitet? Damals habe ich keine Arbeit gemacht, weil ich mich auf Deutsch mehr konzentrieren wollte. Ja, wie war es für dich überhaupt, nach Deutschland zu kommen, ein Land, wo du nie davor gewesen warst und jetzt alles auf Deutsch? Na, wahrscheinlich Englisch konntest du noch sprechen, ja, aber trotzdem die ganze Umstellung, Bürokratie, das Studium und alles andere. Wie hast du das alles gemeistert? Natürlich, es war sehr, sehr anstrengend, in Deutschland zu leben, aber als Austauschstudent hatte ich sehr viele Freunde, die Deutsch und Englisch sprechen konnten, und ich habe auch sehr viele Hilfen von ihnen bekommen. Daher konnte ich in Deutschland überleben, und weil das Leben mir sehr gut gefallen hat, gerade bin ich in Deutschland. Genau. Man muss noch sagen, natürlich von Schule zu Schule ist es unterschiedlich, aber gerade an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe ist das Team, ja, das ausländische Studenten betreut, also wirklich sehr herzlich. Das ist wie eine große Familie, ja. Und es gibt auch viele Veranstaltungen, viele Betreuungsangebote und wirklich viele Programme, wo man zusammenkommt und für jede Frage findet man eine Antwort. Und auch Deutschlehrer, die da Deutsch unterrichten, sind auch ganz herzlich. Ja, genau. Also mein Deutschunterricht war sehr, 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 sehr gut, und ich habe von Frau Suppes den Unterricht bekommen, und es war sehr, sehr hilfreich für mich.
Genau, okay, es war wirklich sehr lustig und ja, diese Kurse mit Studenten, besonders im Präsemesterzeit, sind etwas anderes als im Semester. Wir sind wirklich da eine Gruppe auf dem freundschaftlicher Basis und wir machen auch viel Interessantes. Okay, Womok. Dann hast du, wie ich höre, sehr gut Deutsch gelernt. Du warst wirklich ein fleißiger Student und dein Wille, dein Lust, dein Ziel, dein Wunsch hast du auch realisiert, alle diese Sachen. Und jetzt, also nochmal, das war im Jahr 2019, richtig? Ja, genau. So, du hast ein Jahr in Deutschland verbracht. Ja, du hast neben Deutschunterricht auch irgendwelche andere Fächer belegt an der Hochschule, in deiner Richtung wahrscheinlich. Und dann bist du zurück nach Südkorea zurückgekehrt. Und alle diese Leistungen, alle Noten, die du hier bekommen hast, konntest du anrechnen lassen an deiner Hochschule. Richtig? Das ist eine gute Frage. Also zuerst habe ich nicht alle Kurse anrechnen lassen, sondern nur ein paar Kurse konnte ich anrechnen lassen. Also, aber bevor ich diese Kurse besuche, musste ich die Anerkennung von meiner Hochschule bekommen, ob ich diese Kurse anrechnen lassen kann oder nicht. Und dann kann ich mich entscheiden, ob ich diese Kurse belege oder nicht. Aha, das bedeutet, an der Hochschule in Deutschland beginnt das Semester und du guckst, okay, in meinem Schwerpunkt gibt es dieses, dieses, dieses und dieses Fach. Dann kontaktierst du deine Hochschule, sagst, ich möchte das und das besuchen, ob man das anrechnen kann. Aha, Genau. deine Hochschule gibt dir das grüne Licht und dann besuchst du diese Fächer. Ja, Du kannst, aber ja, bitte. ich habe nicht nur die Kurse besucht, die ich anrechnen lassen kann, sondern ich habe auch sehr viele Kurse besucht, die ich besuchen in Deutschland wollte. Wollte. Okay. Die Fächer, die dich einfach interessiert haben, ja? Genau. Und die waren alle auf Deutsch oder auch auf Englisch? Also im ersten Semester habe ich meistens auf Englisch die Kurse besucht, weil damals ich nur A2-Niveau hatte. Daher konnte ich nichts verstanden. Aber im zweiten Semester versuchte ich mehr Kurse auf Deutsch zu besuchen. Und die Hälfte war Englisch, die Hälfte war Deutsch. Deutsch. Okay, natürlich ist es hilfreich, Englisch zu können, ja, zu beherrschen, wenn Deutsch noch nicht auf dem hohen Niveau ist. Okay, Genau. und dann in deiner Hochschule in Südkorea hast du dann deine Uni oder deine Hochschule absolviert. Ja, hast du die Zeit ein bisschen verloren? Musstest du vielleicht noch ein zusätzliches Semester machen oder nicht? Ich habe an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe ein Jahr verbracht, aber ich musste noch 6 Monate mehr als die anderen Studentinnen an meiner Hochschule in Südkorea machen. Aber ich glaube, das war für dich jetzt kein großes Problem, weil die Zeit im Ausland, in diesem Fall in Deutschland, hast du doch sehr gut genutzt. Du hast viel gelernt, viel gesehen, auch viel gereist bist du, glaube ich, auch. Ja? 6 Monate mehr oder weniger, das macht Also, schon nicht so viel aus. Ja? meiner Meinung nach gab es keine verlorene. Keine verlorene Zeit. Jetzt haben wir das Jahr 2023. Und du bist wieder in Deutschland. So, wie war dieser Weg? Was hat dich diesmal nach Deutschland gebracht? Ich habe Grundschullehramt in Südkorea studiert und nach dem Studium habe ich als Grundschullehrer gearbeitet, also für 6 Monate. Und damals wollte ich auch noch weiter Erziehungswissenschaft studieren. Aber weil meine Erinnerung in Deutschland sehr schön war, daher wollte ich in Deutschland
die Erziehungswissenschaft studiere. Und Erziehungswissenschaften. genau. Also nochmal, du hast als Grundschullehrer nach dem Studium in Südkorea ein halbes Jahr gearbeitet. Genau. An einer Schule hast du auch Deutsch irgendwie gesprochen, unterrichtet, sonst was irgendwelche? Nein. Also bis zur Mitte Sekundarstufe in Südkorea gibt es keinen Kurs von Deutsch. Von Deutsch. Okay, aber deine Sehnsucht nach Deutschland, also hat dich nicht in Ruhe gelassen, ja? Du wolltest noch weiter studieren und unbedingt in Deutschland. Gut. Genau. Was hast du dafür gemacht? Die Vorbereitung war sehr anstrengend und sehr stressig. Also zuerst Deutschzertifikat soll man für die Universität Matrikulation vorbereiten. Also zum Beispiel TEC C1 oder Goethe C2 oder TESTA oder DSH. Und ich habe mich für TESTA vorbereitet. Ich habe mich für TESTA vorbereitet in Deutschland, aber wegen Covid konnte ich das nicht machen in Südkorea, weil die Prüfungen sind ausgefallen. Ach, diese Covid-Zeit hat uns Strich durch die Rechnung gemacht ein bisschen, ja. Okay, ich wiederhole nochmal. Man kann verschiedene Prüfungsformate ablegen, um diese Voraussetzung zu erfüllen. Und das ist Goethe-Zertifikat auf dem Niveau A2, B2. Daher viele Ausländer machen kein Goethe-Zertifikat, sondern TEC Hochschule C1 oder DSA oder TESTA, weil Goethe C2 für uns sehr hoch ist. Das ist wirklich ein sehr, sehr hohes Niveau und das können nur vielleicht Germanistikstudenten absolvieren oder ja, das ist fast muttersprachliches Niveau. Okay, Goethe-Institut C2, TELC, C1, Hochschule C1. C1. Also es gibt zwei Versionen von TEC, also TEC oder TEC Hochschule. Ja, ich weiß. Ich nehme solche Prüfungen auf, ja, aber nochmal. Mich interessiert Goethe-Institut C2, aber TELC C1 Ja, Hochschule. genau. Okay, TELC C1 Hochschule. Dann gibt es noch Test DAF. Ja, Test Test. Also bei jedem Teil soll man 4 Note bekommen. Für Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Diese vier Fertigkeiten. Und man muss alle diese vier, manchmal nennt man sie auch Module, manchmal Fertigkeiten, man muss alle bestehen auf dem Niveau auch C1 mindestens. Richtig? Ja, genau. Also nicht durchschnittlich, also weil ich ja in Deutschland durchschnittliche Note von Testa 4 bekommen, aber das war nicht geeignet für Studiumsimmatrikulation. Und noch DSH, das ist eine spezielle Prüfung schon für die Hochschulzulassung, sagen wir so, ja, für ausländische Studierenden. Und normalerweise legt man diese DSH-Prüfung schon in Deutschland ab. Genau. Ja, das heißt, du musst deine Kenntnisse mitbringen und hier vor Ort in Deutschland schon diese DSH-Prüfung noch an der jeweiligen Uni oder Hochschule bestehen noch. Genau. Und du hattest dich für TELC Hochschule zu 1 entschieden. Ja, genau. Also wegen Covid hatte ich meine Strategie verändert und dann habe ich mich entschieden, okay, dann ich muss mich noch für TEC C1 vorbereiten und habe ich das gemacht. Selbst zu Hause? Nein, ich habe auch die Sprachschule in Südkorea besucht. Besucht, okay, schon wieder auf eigenen Kosten. Man muss wahrscheinlich zahlen, ja, also für jeden Kurs und so weiter. Wie lange hat es gedauert, so ungefähr? Also ungefähr 2 Monate oder 3 Monate? Wie bitte 2 Monate hast du dich für C1 vorbereitet? Ah, nein, also weil
Bis dann habe ich schon Deutsch sehr viel gelernt. Also insgesamt, ich brauchte 1 Jahr 6 Monate. Ein Jahr, 6 Monate. Genau. Meinst du jetzt nach Deutschland noch ein Jahr, 6 Monate? Na, ich meinte von A1. Ah, insgesamt von 0 bis C1, so ungefähr 1,5 Jahre. Ja, 1,5 Jahre. Genau. Und nicht vergessen, du warst in Deutschland, das heißt, man konnte schon noch besser Deutsch lernen in Ja, Deutschland. genau. Also damals hatte ich sehr viele Gelegenheiten, mit Deutschen zu kommunizieren. Genau, der ganze Alltag und alles kann man natürlich viel mehr. Okay, wunderbar. Jetzt hast du dann dein Zertifikat bekommen für TELG C1 Hochschule. Und mit diesem Zertifikat konntest du eigentlich schon an der deutschen Hochschule, na zumindest dich bewerben. Genau. Ja, natürlich brauchtest du auch dein Diplom, also dein Bachelor-Diplom, ja, in deiner Hochschule, Lebenslauf. Ja, also mein Bachelor war am wichtigsten für die Immatrikulation, weil ich wurde auch von der Universität Göttingen abgelehnt, weil mein Grundschullehramt war nicht so geeignet für Studium an der Uni Göttingen von Erziehungswissenschaft. Das bedeutet, das Programm stimmt So. nicht überein wahrscheinlich. Ja? Die Fächer sind nicht identisch oder so. Also viele Universitäten in Deutschland halten Lehramt nicht für Erziehungswissenschaft. Okay, das bedeutet, die Programme an der deutschen und an den ausländischen Hochschulen stimmen nicht überein. Deswegen braucht man auch dieses Anerkennungsverfahren. Du solltest aber dein Diplom nicht anerkennen lassen. Aber es gibt auch verschiedene Universitäten, die Lehramt auch für Erziehungswissenschaft halten. Zum Beispiel, ich hatte 2 Zulassungen bekommen, wie Universität Tübingen und Universität Heidelberg. Okay. Nochmal zum Verständnis. Du warst in Südkorea, du hast deine Bewerbungen vorbereitet und abgeschickt, einfach so per Mail, per Mail wahrscheinlich, ja? Nicht per Post, per Mail. Per Mail, ja? Also es gibt Online-Plattformen. Aha, es gibt ein spezielles Online-Plattform für Studierende, die oder für die Menschen, für junge Menschen, die in Deutschland studieren wollen. Je nach der Universität ist es anders, weil zum Beispiel Humboldt-Universität oder Freie Universität in Berlin brauchen diese Plattform, aber Universität Heidelberg oder Universität Tübingen braucht man das nicht. Also sie haben eigene Homepage für die Bewerbung. Das bedeutet, du hast eine Recherche gemacht, also wirklich einige Unis, total, also sehr intensiv die Websites angeschaut, Angebote, Möglichkeiten. Okay, na, man kann natürlich alle Unis, jede Uni, jede Hochschule hat natürlich eigene Website. Du hast dein Bachelor-Diplom ins Deutsche übersetzen lassen oder reicht es eine englische Version? Oder Also wie? Englisch reicht. Englisch reicht, also muss man nicht unbedingt übersetzen lassen. Also dann, okay, dein Bachelor-Diplom, brauchtest du einen Lebenslauf? Oder Ja, ich brauch auch noch Motivation schreiben. Motivation schreiben. Gibt es eine spezielle Form dafür oder formlos, so wie du willst? Warum willst Wir du? können googeln. Wir können googeln und es gibt eigene spezifische Formen dafür und dann habe ich das genommen und dann ich habe meine Geschichte hinzugefügt. Deine Geschichte meinst du, was du bisher gemacht hast? Genau, was ich bisher gemacht habe und was ich in diesem Studium machen will. Okay, aber ganz bestimmt gibt es an jeder Uni auch
eine Liste mit Dokumenten, die man einreichen muss. Ja, also alle Voraussetzungen, die man erfüllen muss, muss man einfach so sich einlesen und dann das ganze Paket vorbereiten. Gut, Genau. also das hast du dann gemacht, hast per Mail geschickt. Und in diesem Fall, wie lange hat es jetzt gedauert, bis du eine Antwort bekommen hast? Ich denke, 2 oder 3 Monate. Also ich habe mich im Mai beworben und da habe ich mich nicht genau erinnert, aber im Juli oder im August habe ich die Zulassung bekommen. Okay, also sofort die Zulassung oder so ein E-Mail, eine E-Mail, wo stand, sehr geehrter Herr, so und so, wir heißen Sie willkommen an unserer Uni, jetzt müssen Sie das und das und das machen, das Geld überweisen und kommen Sie und studieren Sie. So war Ja, das. also zum Beispiel, Uni Tübingen hat mir E-Mail gesendet. Wir gratulieren meiner Zulassung, aber Universität Heidelberg hat die Zulassung zur Adresse von Südkorea geschickt. Und meine Eltern haben sie bekommen. Per Post sogar. Aha. Du solltest aber auch ein Visum beantragen, ja? Deswegen brauchtest du noch ein bisschen Zeit dafür. Also, für Koreaner darf man für 3 Monate ohne Visum in Deutschland bleiben. Daher, bevor ich nach Deutschland fliege, brauchte ich kein Visum. Aber in Deutschland brauche ich natürlich für 2 Jahre für mein Studium. Daher habe ich Visum in Tübingen. Beantragt. Die Eltern. Daher habe ich in Tübingen mein Visum beantragt. An der Ausländerbehörde wahrscheinlich. Ja? Genau, Auslandsgebühr. Es gibt eine Visastelle an der Ausländerbehörde. Also natürlich vom Land zum Land, es gibt unterschiedliche Regelungen und Genau. Südkoreaner dürfen 3 Monate ohne Visum in Deutschland oder überhaupt im Ausland sich aufhalten. Also, ich denke, je nach dem Land, also zum Beispiel in anderen Ländern in Europa, kann man auch für 3 Monate ohne Visum bleiben und dann wir können auch Visum in diesem Land beantragen. Okay, interessant. Und dann hast du dieses Visum ganz einfach und schnell bekommen. Ja, also im Vergleich zu Karlsruhe konnte ich sehr einfach Visum bekommen. In Karlsruhe gab es Schwierigkeiten. Ja, es war sehr schwer, das Visum zu bekommen. Also zum Beispiel, es dauerte ungefähr 8 Monate, das Visum zu bekommen. Aber damals bin ich für 12 Monate geblieben. Also für 5 Monate habe ich ohne Visum in Kasper gewohnt. Das ist sehr komisch. Das ist aber illegal auch. Das ist legal. Also es gibt auch eine, wie kann ich sagen, kurzfristige Zertifikat für uns. Daher, bis ich das echte Visum bekomme, konnte ich das nutzen, aber wir dürfen nicht reisen. Also zum Okay, das bedeutet, du bekommst so ein Schreiben, wo steht, genau. dass das Visum beantragt ist und wird bearbeitet oder sowas. Und dann in dieser Zeit lebst du nach diesem Dokument, darf aber nicht Deutschland verlassen. So. Genau. Okay, jetzt bist du ein eingeschriebener Student an der Tübinger Universität und studierst Meister in Erziehungswissenschaften. So. Ja, also Schulforschung und Entwicklung ist ein Teil von Erziehungswissenschaft. Schulforschung und Entwicklung. Das bedeutet, du bekommst dann einen Meisterabschluss. Richtig? Master, genau, Master. Masterabschluss. Nach wie vielen Semestern reguläre Studiumszeit? Also in Regelzeit braucht man 4 Monate für Studium, aber es gibt auch sehr viele Studentinnen, die
mehr als 4 Monate, mehr als 4 Semester für Masterstudium machen. 4 Semester, nicht 4 Monate, 4 Semester. Ja, 4 Semester. genau, das heißt 2 Jahre. Natürlich, ja, jemand macht es ein bisschen länger. Ja, viele reisen auch oder viele wiederholen, was auch immer. Genau, also reguläre Zeit, 4 Semester. Genau. Und du bekommst jetzt kein Stipendium. Das ist wirklich dein eigener Wunsch, dieses Meisterstudium hier zu machen. Deswegen musst du schon wieder selbst zahlen. Ja. Ja, jetzt bekomme ich Stipendium von meiner Regierung von Südkorea. Also das Warum? ist staatliche Regierung für die Studentinnen, die im Ausland für Master oder Doktor studieren wollen. Das ist jetzt ein spezielles Programm von deiner Regierung, oder wie Ja, ist genau. Sehr speziell, das, also ein sehr spezielles Programm, also zum Beispiel nur 40 Studentinnen wurden von diesem Programm ausgewählt in Südkorea, also pro Jahr, und ich wurde als ein Student ausgewählt und ich kann Stipendium für mein Studium bekommen. dann musst du wahrscheinlich nach diesem Studium zurück nach Südkorea und dort irgendwo für Regierung arbeiten, richtig? Nein, es gibt keine Pflicht dazu. Keine Pflicht. Überhaupt nicht. Wir haben nicht. Du darfst dann auch in Deutschland bleiben oder in die USA fliegen oder nach Afrika, egal wohin. Und Genau. warum macht das deine Regierung so? Was für einen Mehrwert bekommen sie davon? Also ich denke, viele Koreaner schätzen das ausländische Studium sehr hoch. Daher die Regierung will, dass viele Studentinnen ohne finanzielle Probleme im Ausland studieren. Und vielleicht hoffen Sie doch, dass Sie irgendwann zurückkommen und dann diese Kinder. Genau, also Sie, also die Regierung will, dass auf jeden Fall die Studierenden einen Beitrag zu unserem Land Leisten. leisten. Und hast du vor, nach Südkorea irgendwann mal zurückzugehen? Jetzt will ich in Südkorea leben nach meinem Studium und ich will auch zum Professor werden. Aha, du willst eine Forschung machen, dann aber schon an deiner Uni irgendwo da in Südkorea. Forschung verbunden mit Germanistik oder mit europäischen Studien oder schon, ja, also in diesem Bereich irgendwo. Und ganz bestimmt der Aufenthalt in Europa, Studium in Deutschland, wird dir etwas mehr bringen, ja, im Sinne von Gehalt wahrscheinlich, Anerkennung, Ansehen und so weiter. Okay, interessant. Und wie läuft das Studium jetzt? Schaffst du alles? Verstehst du alles? Reicht dir dein Deutsch? Also C1 ist kein C1, mindestens für mich. Also obwohl ich C1 Zertifikat hatte, konnte ich im ersten Semester fast nichts verstehen. Also ich wollte meine Meinungen ausdrücken, aber ich hatte sehr viel Angst davor, dass die anderen mich für doof halten oder die Kommilitonen und die Professoren haben sehr viel Diskussion gemacht, aber ich konnte diese Kommunikation nicht so gut finden. Halten konntest du. No, klar, natürlich, Prüfung ist nur ein Punkt in deinem Lernprozess, ja, aber natürlich braucht man Wortschatz und auch man muss das alles schnell irgendwie mobilisieren, dann ist ja klar, das ist nicht so einfach. No, dennoch bist du jetzt im zweiten Semester hier, ja, richtig? Dritten Semester. Im dritten Semester schon, das heißt, es ist schon das zweite Jahr, ja, dann bist du bald fertig. Dann brauchst du noch ein Semester, um deine Masterarbeit zu schreiben und dann bist du fertig. Genau.
Übrigens, was für ein Visum hast du bekommen? Das ist ein Studentenvisum oder na doch ein Studentenvisum? Studentenvisum. Und nochmal die Frage, kannst du oder darfst du jetzt auch ab und zu mal arbeiten, so Gelegenheitsjob nachgehen? Kannst du schon? Hast du etwas gefunden, gesucht oder willst du nur auf das Studium dich konzentrieren? Also, ich habe das nicht gefunden, weil ich habe genug Geld. Also, meine Regierung hat mir sehr viel Geld gegeben. Okay. Daher kann ich mich auf mein Studium sehr gut und richtig konzentrieren. Super. Darf ich fragen, wie viel Geld ist, wie hoch ist dein Stipendium? Also pro Jahr kann ich 22.000 Euro bekommen. Fast 2000 pro Monat, fast. Ja. Das ist aber wirklich gut und schön. Also, okay. Also, Südkorea möchte, dass ihre, dass die jungen Leute das Land sehr gut präsentieren, wahrscheinlich. Also. Aber der Wettbewerb war sehr, sehr, sehr ernsthaft. Also nur 40 Studentinnen können das hier bekommen, also in einem Land. Daher es ist nicht so einfach, Ist das. so einfach. In deinem Fall gibt die Regierung tatsächlich dieses Stipendium und möchte tatsächlich wahrscheinlich eigene Söhne und Töchter des Landes, meine ich, ins Ausland schicken, damit dieser Austausch stattfindet. Eigenes Land zeigen und auch Kenntnisse mit nach Hause nehmen. Das ist verständlich. Man kann aber auch als Student einfach so aus dem eigenen Wunsch und aus dem eigenen Willen nach Deutschland kommen, wenn die Eltern mithelfen oder auch eigene Ersparnisse man hat, kann man auch studieren und damit auch das Studium finanzieren. Ja? Genau. Da sind für die Studierenden, die einen Masterabschluss anstreben oder eine Forschung in Deutschland machen wollen. Okay, Genau. verstehe. Und in diesem Fall, dann muss man wahrscheinlich zuerst auch Kontakte mit den Unis herstellen, die Forschung machen in der Richtung, in der auch du machen willst. Deswegen muss man wahrscheinlich davor, vor der Teilnahme an diesem Programm, auch viel recherchieren und suchen die Unis, die also für dich passend sind oder du für sie. Also, vor der Bewerbung dieses Programms muss man vier Universitäten entscheiden, an denen sie studieren wollen. Und dann, wenn sie die Zulassung bekommen, können sie das Stipendium bekommen. Aber wenn sie keine Zulassung bekommen, dann müssen sie das Stipendium aufgeben. Man bewirbt sich für dieses Programm, dann bewirbt sich an den Unis. Und wenn du keine Zulassung von der Uni bekommst, dann musst du deinen Platz frei stellen an die anderen. So. Genau. Bei dir hat alles geklappt. Du hast eine ja, Ja. riesige Arbeit durchgeführt, aber das hat sich natürlich gelohnt und sich aus und zahlt sich jetzt aus auch. Ja, und die Regierung ist so großzügig mit diesen Tausenden von Euros. Okay, ich denke, nicht jedes Land kann sich sowas sich leisten, Aber aber. es gibt auch ein Programm von der in Deutschland, daher viele Ausländer können auch Stipendium davon bekommen. Ich möchte an dieser Stelle diese Website auch zeigen, damit unsere Zuschauer das verstehen, worüber wir sprechen. Genau. Also Erasmus Plus, hier kann man auch verschiedene Programme finden, Hochschulbildung, schulische Bildung, berufliche Erwachsenenbildung, Sport auch und so weiter. Und es gibt natürlich auch aktuelle Nachrichten, Meldungen, also hier kann man alles finden, was jemanden interessiert und auch es gibt verschiedene Sprachen, auf jeden Fall auf Englisch und auf Deutsch kann man das lesen. Okay, das war, wie gesagt, Erasmus, das Programm, an dem du das erste Mal teilgenommen hast.
Genau. Und jetzt, was du auch erwähnt hattest, DAAD, das ist dieser Deutsche Akademische Austauschdienst. Natürlich auch die ganze Website auf Deutsch und Englisch. Und im Rahmen dieses Programms, na, sind also 20.000 Studienangeboten in Deutschland zum Beispiel werden jetzt angeboten. Stipendiendatenbank, internationale Programme, Hochschulranking kann man sehen und so weiter. Ja? Sprach- und Fachkurse, also alles, was sich um das Studium dreht und Forschung auch. Ja, wer sich interessiert, ja, promovieren, bitteschön, kann man in Deutschland promovieren, also Doktorarbeit schreiben. Wer sich dafür interessiert, kann sich diese Website sich intensiv und aufmerksam anschauen. Wenn du irgendwelche Programme noch kennst, dann würde ich dich bitte bitten, sie zu zeigen. Ich weiß nicht genau, wie die anderen Länder solches Programm haben, aber in Südkorea gibt es auch sehr viele Stipendiumsorganisationen. Aber ich denke, es gibt auch verschiedene private Organisationen von Deutschland, die ausländische Studierende unterstützen wollen. Also es gibt auch ein paar Freunde, die schon davon Stipendium bekommen von mir. Meinst du jetzt, ich denke, das sind keine private Personen, sondern irgendwelche Unternehmen oder Fonds? Zum Beispiel Partei. Es gibt auch Parteienstipendium. Partei, politische Parteien. Genau, politische Partei. Also, wenn wir etwas dafür machen, dann können wir auch Stipendium bekommen. Also, aber um das zu bekommen, sollen wir auch einen Beitrag für das Partei zu leisten. Zum Beispiel, was muss man dann machen? Also ich denke, ehrenamtliche Sache. Sache. Das heißt, in diesem Parteiamt oder wie das auch heißt, muss man irgendwie aushelfen wahrscheinlich, ja, und etwas machen. Dann macht man sich ein bisschen abhängig dann, ne? Oder? Weil das ist jetzt politische Partei und Ja, politisch. genau. Also ich denke, wenn ich davon Stipendium bekommen möchte, dann muss ich für diese Parteien sein. Sein, ja, genau. Und vielleicht agitieren oder so für diese Partei. Na, okay, wer mit dem Gewissen und tatsächlich mit der Überzeugung dabei ist, dann warum nicht? Ja, warum nicht? Aber so mit dein Programm gefällt mir viel besser, ja. Genau. Natürlich nicht in jedem Land gibt es sowas, leider. Du kommunizierst natürlich jetzt mit anderen ausländischen Studierenden aus verschiedenen Ländern. Ganz bestimmt, und jeder kommt irgendwie auf dem anderen Wege nach Deutschland. Genau, also ich habe verschiedene Freunde, die aus verschiedenen Ländern kamen und viele werden von ihren Eltern finanziell unterstützt, aber noch viele Studentinnen haben von ihren Regierungen das Stipendium bekommen. Es gibt auch viele Programme. Und Und sag mal, du hast jetzt an deiner Hochschule Bachelorstudium absolviert. Du studierst jetzt hier schon an der zweiten Uni. Ist das Studium in Deutschland anders als in deinem Land? ja, natürlich ganz anders. Also ich denke, die Universität in Deutschland ist viel anstrengender als in Südkorea. Wirklich anstrengender. Warum? Also ich denke, hier gibt es zu viele Kurse, die ich besuchen muss und auch sehr viele Aufgaben, also wie Hausarbeit oder Klausuren und die werden meistens nicht im Semester durchgeführt, sondern in Ferienzeit. Also daher, es gibt keine echte Ferienzeit für mich.
Das heißt, es gibt viel Selbststudium, wo du den Stoff selbst bewältigen musst, irgendwo in der Bibliothek oder zu Hause. Aber dann lohnt es sich, in Deutschland zu studieren. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man studieren möchte. Aber für mich sind die Kurse zu viel. Daher konnte ich mein selbstständiges Denken nicht verbessern oder erweitern. Also weil ich muss die Kurse besuchen, aber ich möchte zu anderem Thema meinen Gedanken verbessern oder Vertiefen oder ja, entwickeln. vertiefen. Zu anderem Thema will ich, aber weil es sehr viele Kurse an der Universität gibt, die ich besuchen muss, habe ich keine genügende Zeit dafür. Nicht genügend Zeit. No, ja, so ist es. Deswegen vielleicht studieren diese ausländischen Studierenden etwas länger, als es halt vorgegeben ist. Ja, kann. Das ist aber kein großes Problem, glaube ich, in Deutschland. Also man muss tatsächlich, man muss jetzt nicht in diesem Rahmen bleiben. Also wenn du mehr Zeit brauchst, dann nimm das. Okay, das Ja. kostet dich Zeit und Geld und Nerv, ja, aber dann bekommst du vielleicht mehr Kenntnisse, ja, weil du, wie du selbst sagst, ich will mich in diese Richtung entwickeln. Okay, dann entwickle halt. Ja, also du hast diese Möglichkeit, nur dauert es etwas länger. Ja, also daher gibt es auch sehr viele Studierende, die die Regelzeit verfolgen, sondern noch länger als Regelzeit studieren. Überschreiten, diese Regelzeit überschreiten. Okay, na gut, also vielen Dank für so viel Information. Wenn vielleicht auch deine Landsleute deinen Weg nachgehen möchte, dann starten wir hier den Appell. Also schreiben Sie in die Kommentare Ihre Fragen. Auch unser WUMOG antwortet auf Sie vielleicht, ja, und ich, wenn ich kann. Und zum Schluss möchte ich dich fragen, gibst du vielleicht ein paar Tipps, wie lernt man Deutsch am besten? Wie hast du es bewältigt? Also 1,5 Jahre ist es eigentlich nicht so viel bis zum Niveau C1. Und okay, du warst in Deutschland, ist ja klar, aber ich kenne auch viele Menschen in Deutschland, die 20 Jahre hier leben und immer noch Ja. sprechen können, ja? Deswegen dein persönlicher Tipp, wie man Deutsch am besten, am schnellsten, am effektivsten lernen kann. Als ich Deutsch gelernt habe, war ich sehr leidenschaftlich. Daher hatte ich sehr viel Zeit auf Deutsch lernen investiert. Also ich denke, in Karlsruhe habe ich auf jeden Fall mindestens 6 Stunden pro Tag Deutsch gelernt. Also nicht nur Kurse besucht, sondern sehr viele YouTube- oder TV-Serien oder Radio gesehen oder gehört. Und ich versuchte, mit vielen Deutschen zu kommunizieren. Also zum Beispiel, es gibt auch eine App wie HelloTalk. In HelloTalk kann man auch die Texte posten und dann die Muttersprachlerinnen korrigieren meine Texte, dann können wir auch kostenlos die Korrektur bekommen. Und wenn ich diese Korrektur überprüfe, dann kann ich meine Fehler sehr gut sehen und dann kann ich selbst verbessern. Ich denke, es gibt keine richtige Lösung dafür, sondern es gibt sehr viele verschiedene Wege für Deutsch lernen. Daher, ich bitte Sie darum, dass Sie alle Wege dafür nutzen. Also nicht nur ein Weg, sondern alles. Also von allen kann man Deutsch lernen. Okay, also richtig, sagst du. Verschiedene Wege gibt es und jeder wählt für sich seinen, ja, also der ihm oder ihr am besten passt.
Also du bist ein junger Mann, ein junger Mensch und ein offener Mensch, der mit allen kommuniziert. Und in deinem Fall ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Du als Student studierst und natürlich hast du Kontakte mit Studenten. Auch sehr viele Deutsche von die in dieser App kennengelernt und wir werden sehr gute Freunde. Hast du viele Freunde jetzt in Deutschland? Ja, genau, ich habe sehr viele Freunde dort getroffen und ich habe auch mich mit ihnen vor Ort auch getroffen. Sie haben mich auch bei ihnen eingeladen und wir haben auch eine schöne Weihnachtszeit bei ihnen verbracht. Super. Super. Also, du, dein Leben ist jetzt zu beneiden, ja, einfach. Also, du strahlst auch, du siehst sehr gut aus. Also, ich bin sicher, das Leben hier gefällt dir, das Studium gefällt dir und ganz bestimmt ein Semester mehr oder weniger Regelzeit hin oder her, aber du beendest dein Studium ganz bestimmt erfolgreich und wirst dann Ja. weiterhin forschen. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Und vielleicht bis zum nächsten Mal, oder vielleicht machen wir noch ein Video Ja. zu einem anderen Thema. Bis zum nächsten spannenden Video. Ganz bestimmt folgen solche Videos, egal in diesem Bereich oder im Bereich des Sprachenlernens. Also bleiben Sie dran, liken Sie, empfehlen Sie meinen Kanal weiter, abonnieren Sie ihn. Bis bald.